Okay, es ist halt schon wieder so eine Gegend, wo ich es mir eigentlich sparen kann, meine Wölfe zu holen. Ja, fühlt ihr euch toll, hier alle auf einen einzudreschen? Nicht. Dich mache ich noch mal auf. Nichts. Gut, dann können wir ja weiter. Ist der Brunnen. Hier ist so wünscht. Da, Formizide. Schädlinge gibt es hier unten also auch noch. Jetzt mal so ein bisschen die Ufer ab. So passend die Musik für diesen Ort auch ist, ich mag sie nicht. Ja, warum sind das jetzt schon wieder so viele? Ja, toll, jetzt komme ich wieder nicht weg. Läuft, latscht die einfach platt. Meine Schriftrollen? Ja, meine Schriftrollen sind auch gebraucht. Ich dachte eigentlich, ich hätte mehr. Na gut. Aber ich muss meine Tränke mal im Auge behalten. Was fallen lassen? Ja, war mir doch gerade so.
Na, das waren doch nicht alle. Huch! Was bist du denn für einer? Orok der Schädelknacker, Tiermensch. Schon ist er offen, der Käfig. Hi. Du hast mich befreit, aber kann ich gehen, während andere noch leiden? Nein. Ich werde den Styx nicht überqueren, bis der Weg für alle Schatten frei ist. Ich würde die Fähre selbst steuern, aber ich kann Charons Boot nicht ohne sein Ruder bewegen. Und ich fürchte, dass der Fährmann es weggeworfen hat, als er seinen Posten verließ. Wenn du das Ruder finden könntest, würde ich es nehmen und selbst zum Fährmann werden. In der Zwischenzeit werde ich zum Boot zurückkehren. Was hat der Charon hier für einen Blödsinn gemacht? Finde Charons Ruder. Ja. Nichts leichter als das. Finde ein Ruder im Hades. Ah, noch ein Lager, alles klar. Es sind viel zu viele. Euch. Mach dich jetzt auf. Was sind das hier überall für Lichter, sage mal? So. Steingleiter. Unfertige Brücke. Okay, das ist der Hauptweg. Da hinten ist ein Brunnen. Aus der Bahn. Okay, von hier kam ich.
wilder. Die sehen für mich alle gleich aus irgendwie. Ja. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Was das? Das scheint es gewesen zu sein. Na gut, dann gehen wir halt weiter Richtung unfertige Brücke. Halte Abstand, oder du wirst vernichtet. Na, wer von euch war das? Charon, Hades? Wer? Charon natürlich. Sag mal, Charon, was ist denn da dein Problem? Das war so klar. Ich weiß, die Ausrede wird langsam alt, aber sie ist mal wieder nicht gelaufen. Aber gut, Charon gammelt wohl bei der unfertigen Brücke ab. Einfach aufgemacht. Ach, lass doch den armen Fluss in Frieden. Huch! Was, wie jetzt? Der hat zwei Formen? Das ist unfair, das hat mir keiner gesagt. Ich dachte, komm da durch. Ich finde es im Übrigen sehr nett, dass diese Wasserwand einfach aufgeht, wenn ich sie drum bitte. Ich wollte sie auch nicht öffnen. Hä? Als ob ich da jetzt so reingerannt bin. Falls irgendjemand glaubt mir, ist es peinlich, dass ich hier die ganze Zeit abkratze? Nö. Ist es ehrlich gesagt nicht. Ich steige nämlich noch nicht so durch den Kampf durch. Mach mal auf. Klopp, klopp. Yeah.
Verdammt. Ah. Ah, nicht reinrennen, verdammt nochmal. Hä? Als ob ich gerade so nah an ihm dran stand. Na komm. Geh drauf. Charons Ruder und Charons Essenz. Nein, sonst brauche ich hier nichts. Ich hole mir meine Wölfe wieder. Und erstmal den Brunnen. Na, ich komme gleich. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss erstmal das Ruder übergeben. Was haben die hier aus Charon für einen Arsch gemacht? Der ist doch eigentlich gar nicht so. Mit dem Ruder in meinem Besitz kann ich alle Schatten auf die andere Seite bringen. Nie wieder werden sie für ihre Überfahrt bezahlen müssen. Eine neue Ära hat begonnen. Sollen alle das Reich Hades betreten und ihre Bestimmung finden. Hätte ich auch nicht so gedacht. Befreit. Jetzt werden wir das Boot nehmen und den Fluss selbst überqueren. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Wisse. Ach so, stimmt, das war auf der anderen Seite. Hey. Und tschüss. Ciao, ihr Löser. So, jetzt quatsche ich noch mit dir. Wisse dies, Titanenzerstörer. Elysion ist kein Paradies mehr. Na toll. Ich sehe, dass große Helden ein zweites Mal sterben, aber niemals ein drittes Mal. Götter sollten gehen, bleiben aber. Götter, die sich einmischen sollten, sind fort. Wie immer. Die Lebenden müssen ihren Platz neben den Toten einnehmen. Rette die Toten vor dem Sterben. Komm zu Elysion. Komm bald. Komm jetzt. Komm. Du machst mir ein bisschen Angst. Okay, aber auf dem Weg ins Elysion machen wir uns dann nächstes Mal, meine Lieben. Das ist jetzt auch erstmal wieder genug. Und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder bei Titan Quest. Tschüss.